Übers Wasser durch Norddeutschland. Eine Welt, wie sie vielen sonst verborgen bleibt. Breite Ströme, stille Flüsse. Leben zwischen Ebbe und Flut. Moorkanäle mit weißen Klappbrücken und liebevoll erhaltenen Schätzen. Lebensadern weit ins Binnenland hinein. Und der Himmel bis zum Horizont. Das ist Norddeutschland. Die Reise beginnt nordwestlich von Hamburg, in Stade. Über Elbe und Wattenmeer geht es zunächst nach Wilhelmshaven. Und von dort ins Binnenland. Über den Ems-Jade-Kanal quer durch Ostfriesland bis Emden. Dann Ems aufwärts nach Leer. Und über Leda und Elisabeth-Fehn-Kanal zum Küstenkanal. Der führt ostwärts nach Oldenburg. Von Oldenburg geht es über die Hunte zur Weser. Mit Stopp in Bremen und einem Abstecher in die Aller bei Verden. Dann weiter stromaufwärts nach Minden und dort in den Mittellandkanal. Vorbei am Steinhuder Meer nach Hannover. Hinter Braunschweig zweigt der Elbe-Seitenkanal nach Norden ab und führt zurück zur Elbe. Dort schließt sich der Kreis dieser ungewöhnlichen Reise. Vom Hafen der alten Hansestadt Stade geht es auf die Elbe hinaus und mit dem Strom des ablaufenden Wassers Richtung Wattenmeer. An Bord der Johanna von Amrum haben sich Gerrit Rümpler und sein Vater Wilhelm auf eine dreiwöchige Reise eingerichtet. Mit genug Proviant in den Wachskisten und vollen Dieseltanks. Segeln, wie hier auf der Elbe, werden sie nur selten können. Für sie beginnt ein echtes Abenteuer, denn auf den Binnenwegen ihrer norddeutschen Heimat waren sie mit dem Boot noch nie unterwegs. Auf der Elbe kennen sich die beiden noch aus, dem Revier der dicken Pötte. Und auch im Wattenmeer, gleich hinter dem Cuxhavener Wahrzeichen, der Kugelbarke, liegt es vor ihnen, zwischen dem Festland und der Insel Neuwerk. Da gehen die nächsten Pricken jetzt weiter. Die Pricken bezeichnen die Fahrwasser durchs Watt. Die alten Schiffe haben diesen Wattenweg mit Sicherheit schon benutzt, da unter dem Schutz, Landschutz von Neuwerk auch bei schlechtem Wetter eine Durchfahrt zur Weser ermöglichte. Dieser Weg ist tidenabhängig natürlich als Wattfahrwasser, sodass man also auch bei wenig Wind nur mit Hilfe der Tide große Distanzen zurücklegen kann und das in einem relativ geschützten Bereich. Die Prickenwege folgen den sich durchs Watt schlängelnden tieferen Prielen. Aber auch die sind mancherorts nur um Hochwasser herum tief genug für die Johanna. Also Anker runter, denn das Wasser läuft schon wieder ab. Und die Reise der beiden Segler beginnt mit einer Nacht unter Sternen im Wattenmeer. Der Schiffer schlüpft in die Rolle des Smutje und Gerrit geht raus auf Ankerwache, bis der Ebbstrom das Boot auf Schlick setzen wird, hier am Rand des Wattfahrwassers. Trockenfallen war früher normal. Dafür waren die Schiffe gebaut, mit platten Böden. Sie warteten einfach ab, bis das Wasser wiederkam. Mit der nächsten Tide kommt die Johanna nach Wilhelmshaven. Kaiser Wilhelm hat es erst vor 160 Jahren am Jadebusen bauen lassen. Als ersten Kriegshafen Deutschlands. Marinestützpunkt ist Wilhelmshaven heute noch. Wie die beiden Segler heißt es hier Mast legen. Ab jetzt geht es binnenwärts weiter
unter vielen Brücken hindurch. Die erste ist die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Direkt davor schwimmen im Deutschen Marinemuseum ausgemusterte Kriegsschiffe. Als Wilhelmshaven entstand, brach gerade die Ära der Dampfschiffe an. Die brauchten Kohle aus dem Ruhrgebiet. Um die heranzuschaffen, baute man den Ems-Jade-Kanal, 70 Kilometer lang, mit 6 Schleusen und 41 Brücken. Heute ist der Kanal bei Freizeitskippern beliebt. Führt er doch geradewegs ins Herz Ostfrieslands hinein. Ostfriesland. Platt und durchzogen von einem Netz aus Wasserläufen, die es entwässern. Die meisten in Jahrhunderten von Menschenhand gegraben. Um unwirtliches Moorland urbar zu machen. Ohne sie würden weite Teile noch heute untergehen. Das alte Land der freien Friesen, die außer dem Kaiser keinen Herrn über sich duldeten und fremde Eroberer davonjagten. Ein Novum im damals feudalen Europa. Einmal im Jahr wählten die Friesen unter sich sogenannte Richter. Und die trafen sich am Upstalsboom, nahe Aurich, um das Staatswesen im Friesischen Reich zu regeln. Sie sprachen Recht und beschworen weiterhin ihre Freiheit und Einheit bis ins 14. Jahrhundert hinein. Eja aller Friesen ist die Begrüßung der unabhängigen gleichgesinnten Friesen. Das Wesen Ostfrieslands, die Verbindung der Menschen zu Wind und Wasser, zum Moor und ihren Schiffen, ist allgegenwärtig. Und über den Ems-Jade-Kanal im wahrsten Sinne erfahrbar. Die Johanna kommt gut voran. Nur noch ein paar Brücken bis Emden, wo der Kanal in die Ems mündet. Emden, als friesische Handelssiedlung gegründet, blühte im 16. Jahrhundert auf. Niederländische Glaubensflüchtlinge ließen sich nieder. Kaufleute und betuchte Reeder. Bald übertraf die Stadt sogar Hamburg als Stapelplatz für englische Tuche. Und ihre Flotte war größer als die des englischen Königreichs. Wenig später kam auch der Tee in die Stadt. Ein altes Teehandelshaus liegt noch am Hafen. Hier wird während der Erntezeit fleißig verkostet. Denn den Ostfriesentee gibt es gar nicht. Nur die ostfriesische Mischung. Ein Tee aus mehr als 30 Sorten. Und jede schmeckt anders. Deshalb sind Sortenwahl und Komposition Chefsache. Und wie unterscheidet es? Sieht doch für mich alles gleich aus. Ja, und das ist es eben nicht. Das sind alles einzelne Unikate. Das sind alles Brüder, Schwestern. Sie sind ähnlich, aber nicht identisch. Das hängt an mit dem Wetter, wie es von einem Tag auf den anderen war. Und das gilt es herauszufinden bei der Verkostung. Ich zeige euch. Bis zu 500 Sorten prüft er so täglich. Und dann kauft er den Vorrat fürs ganze Jahr. Übrigens wollte der König mal das Teetrinken verbieten. Er fürchtete um den Bierumsatz. Aber nicht mit den Ostfriesen. Die gelten heute als Weltmeister im Teetrinken. Und sie lieben die Zeremonie. Ja, das ist gut so. So, lass mal eben 3 bis 5 Minuten ziehen lassen. Einen dicken. Ja, okay. Ich nehme Lütchen. So. Die Urerfahrung war die, dass mein Großvater Jan Simon in den letzten Kriegsjahren am Strand einen großen Aluminium ausgeschlagenen Karton mit Tee gefunden hat. Ja. Und dieser Tee hat 10 Jahre gehalten. Und so bin ich von klein auf an mit Tee groß geworden. Wir hatten einen extra Trepppott. Ja. Der durfte nie gewaschen werden. Ja. Nur mit Wasser ausgespült werden. Richtig. Die Frauen wollten immer sauber machen. Ja. Aber dieser Trepppott ist bewahrt worden.
und durfte nie sauber gemacht werden. Schön. Darf ich? Jo. Und hau. Herrlich, wie der Klunch knistert. Und nun kommt das Wulkje. Schöne, fette Sahne. Und gegen den Uhrzeigersinn, weil wir damit ja die Zeit anhalten. Ist das nicht moi? Ja, heel moi. Das ist heel moi. Ostfriesland ohne Tee, das wäre wie Ebbe ohne Flut. Es geht weiter, raus auf die Ems. Das Wetter meint es gut, unsere Reisenden können Segel setzen. Flussauf mit dem Flutstrom. Die Johanna hat die Mündung der Leda erreicht. Und kurz dahinter der alte Seehafen Leer. Am historischen Kai findet die Johanna einen Liegeplatz, direkt vor dem Haus der alten Waage. Im 16. Jahrhundert Keimzelle des wirtschaftlichen Aufschwungs. Damals boomten hier Reedereien, Tuchproduktion und Leinenhandel. Und der Leeraner Viehmarkt war mal der größte in Deutschland. Über die Leda geht es weiter. Die Tide läuft ab. Johanna kämpft gegen den Gezeitenstrom, mitten im Binnenland. Ziel ist der Elisabeth-Fehn-Kanal. Fehn heißt Moor, das Moorland der Torfschiffe. Über ihre Wasserstraßen wird es bis heute entwässert. Das Moorgebiet wird drainiert von Jümme und Leda und von den Feenkanälen, weil das ganze Gebiet tideabhängig ist. Das heißt, das auflaufende Wasser läuft in dieser Richtung und das ablaufende Wasser ermöglicht den Transport ohne Segel und ohne Maschine in Richtung Leer und Emden. An der Einfahrt zum Elisabeth-Feen-Kanal ist Schluss. Zwar läuft die Tide schon wieder auf, es ist aber immer noch zu flach. Auch volle Kraft voraus nützt nichts. Also zurück zum nächsten Anleger und warten, bis die Flut das Wasser weiter steigen lässt. Es gibt viele kleine Anleger im Feenland und Plitsche Feentje. Moin! Moin! Ah, geschafft? Nee, wir sind auf Schied gelaufen, da vorne bei der Einfahrt. Ihr könnt aber auch in anderthalb Stunden versuchen, kurz vor dunkel werden, noch reinzukommen. Wenn ihr die Einfahrt passiert habt, nachher ist der Rest des Kanales, diese 300 Meter, die sind tief genug, wo ihr fahren könnt. Aber da brauchen wir ja eigentlich einen Lotsen. Ja, nehmt mich mit, ich muss sowieso nach Hause. Gesagt, getan. Anderthalb Stunden später, kurz vor Hochwasser. Die Flut hat die Untiefen verdeckt. Gut, einen Lotsen an Bord zu haben. Die Kanaleinfahrt voraus sieht jetzt einfach aus. Doch die Tücke liegt im Detail. Du musst ruhig da noch ein bisschen dranbleiben, weil du hier sonst in den Schlamm kommst. Aber das passt so. Geschafft. Bis zur Kanalschleuse. Die ist zu. Gelegenheit für eine kleine Zeitreise mit einem echten Feenschiffer. Sag eins, Kapitän, was habt ihr hier für ein schwarzes Wasser? Ist das Feentje Tee oder was ist das wohl? Das ist Feentje Gold. Das ist reines Moorwasser, was wir als Kinder früher zu trinken kriegen. Mhm. Weil Wasserleitung gab es nicht. Auch sonntags? Auch sonntags. Sonntags gab es vielleicht mal ein Päckchen Brause in das Moorwasser. Schnurgerade ziehen die Feenkanäle durchs Land. An ihnen lässt sich die alte Siedlungsstruktur gut erkennen. Die Landstellen rechts und links, von denen aus die Kolonisten das Moorland kultiviert haben. Und noch heute sind die Kanäle Lebensadern. Straßen folgen ihnen. Vielerorts gibt es Feenmuseen,
weiße Klappbrücken und liebevoll restaurierte Schiffe. Ein bisschen wie in Holland. Allerdings sind schon viele Kanäle wieder zugeschüttet worden. Nur der Elisabeth-Fehn-Kanal bei Basel ist als letzter noch durchgängig schiffbar. 14 Kilometer lang, mit 4 von Hand betriebenen Schleusen und 6 Klappbrücken, ist er ein technisches Kulturdenkmal. ...38 Jahre lang hat man an ihm gebaut, bevor er 1893 eröffnet wurde. Heute zieht er vor allem Freizeitskipper an. 1000 Sportboote in manchem Jahr, die zwischen Holland, Ems und Weser reisen. Was an der Idylle des Kanals liegt, vor allem aber an den freundlichen Schleusen- und Brückenwärtern, die hier noch richtig Hand anlegen müssen. Der nächste Abstecher führt über Land zum Gezeitenflüsschen Sagda-Ems. Es fließt durch Saterland. Früher eine kleine Geestinsel, mitten im Moor, mit eigener Verfassung und nur per Schiff erreichbar. Abschied vom Feenland. Wilhelm Rümpler steuert seine Johanna in den Küstenkanal. Auch der wurde für die Moorentwässerung gebaut. Heute verbindet er als Bundeswasserstraße die Ems mit der Hunte in Oldenburg. Die alte Handelsstraße zwischen Bremen und Ostfriesland überquerte hier den Fluss. Um Zoll einzunehmen und zur Verteidigung bauten die Grafen von Oldenburg eine Wasserburg, aus der ein Renaissance-Schloss wurde. Kurz nach Sonnenaufgang auf der Hunte. Der ablaufende Ebbstrom trägt die Johanna voran. Die Weser ist nicht mehr weit. Dort geht es stromaufwärts nach Bremen. Bremen. Schon im Mittelalter lagen hier am Hochseekai Schlachte die Frachtsegler. Die Weser war der Anschluss an die Welt und der Freihandel in der Hansezeit brachte der Stadt Macht und Wohlstand ein. Seefahrer, Reeder und Kaufleute sind überall präsent. In der Böttcherstraße saßen Fass- und Zubermacher, im Schnurr waren Fischer und Schiffer zu Hause. In diesen Gassen arbeiteten Seiler und Kettenschmiede. Das Rathaus ist der Stolz der Bremer Bürger. Sie bauten es vor 600 Jahren zusammen mit dem Roland auf dem Markt, als Zeichen ihrer Freiheit. Roland und Rathaus sind heute UNESCO-Welterbe. Weser aufwärts geht es durch das norddeutsche Tiefland. Die Weserufer. Eine liebliche Flussniederung, die längst kein Geheimtipp mehr ist.
Kurz hinter Bremen, bei Verden, mündet die Aller in die Weser, ihr größter Nebenfluss. Die beiden Segler haben gehört, dass an der Aller allerhand los war. Sie wollen es genauer wissen. Der Fluss schlängelt sich weitgehend naturbelassen durchs Land, gespeist vom Wasser aus dem Harz. Zurück auf die Weser, den großen Strom, der schon für die Römer Handelsweg durch Germanien war und für die Menschen am Fluss Nahrungsquelle und Energielieferant. Auf der Weser ist viel mehr los als auf den friesischen Kanälen. Binnenschiffe im Liniendienst, mit Ladungen, die die Straßen noch mehr verstopfen würden. Fähren verbinden seit Jahrhunderten, was der Fluss trennt. Der Umweg über Brücken ist oft viele Kilometer weiter. Für die Anrainer sind die Fähren Alltagshelfer, für Touristen Ausflugsziele. Die letzten Meter auf der Weser. Minden ist erreicht. Die Schachtschleuse soll die Johanna auf dem Mittellandkanal heben. 13 Meter hoch. 1911 gebaut, gilt die Schachtschleuse als technische Attraktion und steht unter Denkmalschutz. Nichtsdestotrotz tut sie tagtäglich ihren Dienst. Boah, das ist mal eine richtige Schleuse. Minden liegt am südlichen Rand des norddeutschen Tieflands. Hier kreuzten vor 2000 Jahren Handelswege die Weser. Minden war auch Hansestadt. Die strategische Lage am Fluss prägt ihre Geschichte. Zu der Schiffmühlen gehören. Allein in Minden bis zu 14 Stück. Ursprünglich mitten im Strom. Denn am Ufer wurden Schiffe getreidelt. Bis Motorschiffe die Mühlen ans Ufer drängten. Das Wasserstraßenkreuz Minden. Oben im Trog der Mittellandkanal, der über die fast 400 Meter lange Brücke das Wesertal überspannt. 13 Meter darunter, weiter nach Süden, das Bett der Weser. Die beiden Segler aber folgen nun dem Mittellandkanal, der längsten künstlichen Wasserstraße Deutschlands. Und wichtigste West-Ost-Verbindung zwischen Rhein, Ruhr und Elbe, zwischen West- und Osteuropa. Wieder geht ein Tag zu Ende. Direkt am Kanalufer finden Gerrit Rümpler und sein Vater einen Platz für die Nacht. Zeit fürs Abendmenü. Auch Männer auf einem kleinen Boot wissen aufzutischen. Ich glaube, du hast noch Besuch eingeladen, von dem ich nichts weiß. Währenddessen, nur ein Steinwurf nördlich vom Kanal, versinkt die Sonne im Meer. Im Steinhuder Meer, dem größten See Niedersachsens. Der See ist Zentrum des Naturparks Steinhuder Meer. Die jüngste Eiszeit hat ihn mit Wasser gefüllt. Seine tiefste Stelle misst keine 3 Meter. Die perfekte Badewanne. Und aus dem kleinen Fischerdorf Steinhude ist ein Touristenmagnet geworden. Wieder auf dem Mittellandkanal. Der Highway unter den Wasserstraßen. Mit Hafenanschluss in wichtigen Industriegebieten. Die Leine. Sie kreuzt bei Hannover den Mittellandkanal. Und weiter flussauf thront Schloss Marienburg. Das neue Schwanstein des Nordens. König Georg V. von Hannover hat es für seine Frau bauen lassen. Die Schleuse Hannover-Anderten auf dem Mittellandkanal. Ihr Trog ist riesig. Selbst das Binnenschiff vor der Johanna wirkt klein hier drin. Fast 15 Meter geht es aufwärts.
Mittlerweile sind beide ein eingespieltes Team. Trotzdem sind sie angespannt. So, anfangs ein bisschen, aber wenn man einmal fest ist, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Außer beim Umsetzen, da muss man immer sich ein bisschen konzentrieren, welche Leine zuerst und welche Leine man gleich wieder dicht holen muss. Und das ist schon wirklich, ja, ist ja auch wirklich der Höhepunkt unserer Reise hier. Also gleich, nicht ganz, 3 Meter vielleicht, haben wir es geschafft. Ab jetzt geht es nur noch bergab, nach Norden, in den Elbe-Seitenkanal. Der ging erst 1976 in Betrieb, nach der deutschen Teilung, als die Elbe hinter dem eisernen Vorhang verschwunden war. Ein schnurgerader Trog, meist höher gelegen als das Land drumherum, mit einer gigantischen Schleuse bei Uelzen. Ein Kanal für moderne, große Güterschiffe. Die Schleuse Uelzen ist passiert. Jetzt wird Johanna Fahrstuhl fahren. Im Schiffshebewerk Scharnebeck. Der zweite Gigant auf dem Elbe-Seitenkanal. Zur Bauzeit war es das größte Hebewerk der Welt. In nur 3 Minuten klettert der Trog samt Schiff 38 Meter hoch. Oder runter. Rund um die Uhr. 7 Tage die Woche. Die Johanna darf einfahren. Dieser Abstieg wird ein Kinderspiel. Einfach leinenfest und los. Die Stahlseile mit Gegengewichten halten den Trog im Gleichgewicht. Das spart viel Energie. Für den Antrieb reichen 4 gleichgeschaltete Elektromotoren. Ja. 6000 Tonnen wiegt so ein Trog, samt Wasser und Schiff. Der Haken? In den Trog passen nur Schiffe mit maximal 100 Metern Länge. Das reicht heute nicht mehr. Deshalb ist nebenan zusätzlich eine Schleuse in Planung. Ein dritter Gigant auf dem Elbe-Seitenkanal. Der Bedarf ist da. Über 20.000 Schiffe müssen jedes Jahr durch dieses Nadelöhr. Westlich vom Kanal liegt die alte Hansestadt Lüneburg. Über 1000 Jahre lang wurde hier Salz gesiedelt, gehandelt und verschifft. Der Hafen, die Backsteingotik mit ihren romantischen Giebeln. Vieles in der Stadt erzählt noch von ihrem Reichtum und Ansehen im Mittelalter. Man kannte und schätzte das weiße Gold aus Lüneburg in ganz Europa. Die Elbe ist fast erreicht. Der Fluss, auf dem die Reise begann. Eine Reise, die kaum abwechslungsreicher hätte sein können. Überraschend, kurios und traumhaft schön. Kreuz und quer durch Niedersachsen. Binnenwärts über Elbe, Ems und Weser. Über fast vergessene Wasserwege. Und große Kanäle, gebaut für den europäischen Schiffsverkehr. Vom Boot aus das Land entdecken. Übers Wasser durch Norddeutschland. Das Land zwischen den Strömen.